Inken Ahnsen, Mitgründerin der Gebärmütter, spricht für dich. Frieden mit deinem Kaiserschnitt finden. Wenn du irgendwann in deinem Leben einmal ein Kind durch deinen Bauch geboren hast oder auch mehrere, dann ist diese Meditation für dich. So häufig ist es so, dass wir nicht richtig Frieden damit finden, dass wir irgendwie uns schlecht machen, denken wir seien Rabenmütter oder einfach nur, ja, nicht so richtig damit in Einklang finden können. Oder vielleicht stört uns einfach auch nur die Narbe, der Blick auf die Narbe oder dass sie, dass da drin die Unterhose sich einrollt oder irgendetwas in der Richtung. Und solltest du immer mal wieder zurückdenken an deinen Kaiserschnitt und Gedanken daran haben, dann ist diese Meditation für dich, um Frieden mit diesem Kaiserschnitt zu finden. Du kannst dich ganz gemütlich hinsetzen oder legen und gucke, dass du jetzt die nächsten Minuten Zeit für dich hast, in denen niemand dich stören kann. Ganz egal, was im Außen ist, du ruhst in dir. Um deinem Körper zu helfen, ganz leicht in eine angenehme Entspannung zu finden, teilst du deinen Körper ganz einfach in Zonen ein. Gehe nun auf eine Entspannungsreise durch deinen Körper. Fünf. Nimm deine Füße wahr. Nimm sie so wahr, wie sie jetzt in diesem Moment sind, und entspanne hier mit dem nächsten Ausatmen noch mehr. Vier. Spüre einmal in deine Beine. Du nimmst sie wahr und lässt sie mit jedem Atemzug mehr los. Drei. Spüre in den Bereich von deinem Becken bis zu deiner Taille hinein. Entspanne deinen Beckenboden ganz bewusst. Dein Bauch wird ganz weich und darf sich entspannen. Du lässt alle Anspannung aus deinem unteren Rücken los. Zwei. Nun nimmst du den Bereich zwischen deiner Taille und deinen Schultern ganz deutlich wahr. Du entspannst deinen oberen Rücken und deine Brust. Mit jedem Ausatmen gibst du Anspannung an deine Arme und Hände ab. Und auch deine Schultern und dein Nacken dürfen sich nun entspannen und lösen. Es ist ganz einfach. Völliges Loslassen.
1. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit von deinen Schultern bis zum Scheitel, dem höchsten Punkt von dir. Entspanne deine Kiefergelenke und lasse zu, dass sich deine Stirn glätten darf. Liebe Mama, du bist heute hier, weil du mindestens ein Kind durch deinen Bauch geboren hast, per Kaiserschnitt. Wie lange auch immer es her sein mag und was auch immer der Grund gewesen sein mag, du bist hier in diesem Moment richtig. Du bist die perfekte Mutter für dein Kind. Vielleicht möchtest du dich einmal zurückerinnern an den Tag, an dem dein Kind geboren wurde. Wie war es? War es ganz ruhig und entspannt oder eher hektisch? Hattest du vorher Zeit, dich auf den Kaiserschnitt einzustellen? Begib dich noch einmal an diesen Ort, zu diesem Zeitpunkt. Kannst du dich selbst dort liegen sehen? Bist du wach? Ist jemand bei dir? Was spürst du? Kannst du dich noch daran erinnern, als du dein Kind das erste Mal gehört und gesehen hast? Vielleicht hast du es zuerst gehört. Vielleicht hast du es zuerst gesehen. Wie war das? Warst du erleichtert? Konntest du Glück spüren? Was war es, das du wahrgenommen hast? Stell dir einmal vor, während dieses Moments würde jemand ganz laut Musik aufdrehen. Ein unglaublich fröhliches Lied. Wie wäre es mit Happy? Because I'm happy. Oder mit Oh Happy Day. Oh, happy day. Kannst du die Musik hören? Vielleicht kannst du sie leise summen.
Und jetzt sieh noch einmal, wie du dein Kind gereicht bekommst. Das ist der Moment, in dem dein Kind das erste Mal in deine Arme kommt. Und dazu läuft dieses unglaublich fröhliche Lied. Oh, happy day, because I'm happy. Wie fühlst du dich jetzt? Spürst du ein Glücksgefühl? Wo kannst du es in deinem Körper spüren? Wow, das ist der Moment, in dem dein Baby und du euch das erste Mal seht. Breite das Gefühl weiter in dir aus und lass es deinen ganzen Körper erfüllen. Wie ein helles Licht, warm und fröhlich. Und nun ist es Zeit, dir selbst einmal zu vergeben. Du bist die beste Mutter für dein Kind. Und du hast alles gegeben. Verzeih dir. Nimm dir einen Augenblick Zeit, um dir selbst zu sagen, wie lieb du dich hast und dass du dir wirklich verzeihst. Und nun leg einmal deine Hände auf deinen Bauch, über deine Narbe, durch die dein Kind geboren wurde. Nimm die Narbe einmal wahr. Vielleicht möchtest du auch mit den Fingern einmal darüber streichen. Bestimmt fühlt es sich immer noch merkwürdig an, weil nicht das komplette Gefühl wieder zurückgekommen ist. Wie nimmst du deine Narbe wahr? Du darfst sie jetzt streicheln. Du kannst sie berühren oder nur sanft in der Luft darüber streichen. Dies ist der Weg, den dein Kind gewählt hat, um in diese Welt zu kommen. Dein Bauch hat sich geöffnet, um dein Kind zu gebären. Und dann ist dein Körper so wundersam wieder zusammengewachsen. Und zurück
ist nur diese kleine Narbe geblieben. Du darfst nun diese Narbe einmal anerkennen für das, was sie ist. Vielleicht möchtest du dich bei ihr bedanken, dass sie dein Kind in die Welt gelassen hat. Vielleicht möchtest du sie einfach nur berühren und Liebe schenken. Vielleicht hast du auch Worte, die du an sie richten möchtest. Nimm dir einen Augenblick Zeit, um mit deiner Narbe Frieden zu finden. Und nun wende dich noch einmal zu dir selbst und wiederhole innerlich folgende Worte. Ich bin die beste Mutter für mein Kind. Ich liebe mich und meinen Körper. Dafür, dass er Leben schenkt. Ich bin so dankbar dafür, dass es die Möglichkeit gibt und mein Kind nun bei mir ist. Ich bin so dankbar dafür, dass mein Körper für mich arbeitet und sich so toll selbst geheilt hat. Ich bin eine Schöpferin. Ich schenke Leben. Ich bin wertvoll. Ich vergebe mir. Ich vergebe allen Umständen, die dazu geführt haben. Ich liebe mich. Ich bin die perfekte Mutter für mein Kind. Und jetzt werde ich von 1 bis 5 zählen. Du wirst dir langsam wieder deiner Umgebung bewusst, fühlst dich munter, körperlich erfrischt und geistig ruhig und zuversichtlich. 1, 2, die Hände fangen an sich zu bewegen. 3, 4, die Füße fangen an sich zu bewegen.
5. Du bist wieder ganz hier, hellwach und fühlst dich richtig gut.